willkommen bei unserem Scarlet-Röckchen. Dies ist ein Schnittmuster ganz umsonst für dich von unserer Vintage-Kollektion. Und ich zeige euch hier viele Sachen, wie man säumt zum Beispiel und dann anschließend eine Zickzack-Litze aufnäht, wie man seinen Rock einreiht und annäht, absteppen und natürlich auch Bündchen mit Gummi. Das zeige ich euch auch. Das ist ideal für Anfänger. Aber auch für solche, die fortgeschritten sind, ist es also ein tolles kleines Projekt, ganz, ganz schnell zu nähen an einem Nachmittag. Der Stoff ist von Michael Miller, das ist die Rosalinda-Kollektion, finde ich sehr, sehr schön. Und hier habe ich schon mal den Oberrock zugeschnitten aus diesem wunderschönen Michael Miller-Stoff. Den brauchen wir zweimal im Stoffbruch. Und du kannst zum Zuschneiden entweder die Maßtabelle benutzen oder das Schnittmuster. Ich habe hier beides für euch vorbereitet bei diesem Schnittmuster. Dann haben wir hier auch das Bündchen. Das wird zweimal zugeschnitten. Und natürlich die untere Lage vom Rock. Und dazu eignen sich gestreifte Stoffe, gepunktete Stoffe oder auch Unistoffe, damit der Kontrast den Oberrock so richtig heraushebt. Ich habe für den Oberrock Litze benutzt und für die untere Lage das Bändchen. Dann brauchst du natürlich noch dein Gummi, 3 cm oder 2,5 für die kleineren Größen und für die größeren Größen 3 oder 4 cm. Als erstes musst du gucken, dass deine Maßskala stimmt, bevor du alles ausschneidest. Und du hast auch immer einen Plan, wie ausgeschnitten wird mit deinem Schnittmuster. Und die Teile werden zusammengesetzt in alphabetischer Ordnung. Also A kommt auf B und C kommt auf B. Und das war es eigentlich auch schon. Ist sehr, sehr simpel. Und ich hoffe, dass dir meine Schnittmuster viel Spaß machen werden und du so richtig das Nähfieber bekommst. Aber jetzt geht es los. Wir haben alles vorbereitet und können loslegen. Und zwar fangen wir an mit dem Bündchen. Da werden erst die Kanten abgekettet und dann legen wir das Bündchen rechts aufeinander und werden die Seitennähte schließen. Dazu gilt eine Nahtzugabe von 1 cm. Wir legen einfach die Kanten aufeinander und dann musst du das natürlich an der Markierung anlegen für den 1 cm und das war es auch schon ziemlich einfach. Auf der anderen Seite natürlich genau dasselbe. Und links unten in dem Bild kannst du immer einige Teile aus unserer Vintage-Kollektion sehen, die dir dann richtig Geschmack darauf machen, noch mehr zu nähen. Dies ist ja nur ein Beispiel und ich hoffe, dass es dir viel Spaß machen wird. Zunächst mal werden die Nähte immer flach gebügelt und dann auseinander gebügelt. Regel Nummer 1 beim Nähen und überhaupt. Immer erst flach bügeln und dann auseinander bügeln, dann kriegt man richtig tolle Naht. Als nächstes arbeiten wir den Tunnel für unser Gummi. Dazu wird die Oberkante 1 cm eingeschlagen und dann schlagen wir erneut ein. Und hier musst du natürlich aufpassen, welches Gummi du benutzt hast, ne? Das heißt, wenn dein Gummi 2,5 cm breit ist, dann schlägst du 3,5 ein. Und wenn dein Gummi 4 cm breit ist, schlägst du 5 cm ein. Für die kleineren Größen das schmalere Gummi und für die größeren Größen würde ich dir empfehlen, ein breiteres Gummi zu benutzen. Und jetzt wird die Oberkante einfach umgebügelt, 1 cm. Wenn es ein bisschen weniger ist, macht das jetzt auch nichts. Einfach umbügeln. Und dann brauchst du natürlich dein Maßband und misst das bitte noch einmal nach, bevor wir jetzt neu bügeln. Und zwar, wie gesagt, wenn du ein breiteres Gummi hast, sagen wir mal 4 cm, dann musst du 5 cm umbügeln. Das ist immer 1 cm mehr, damit dein Gummi auch genug Raum hat, um sich zu bewegen. Und eingeblendet ist gerade das Francis-Röckchen mit dem kurzen Conny-Top. Das ist also auch eine ganz, ganz niedliche Kombination. Als nächstes wird jetzt das Bündchen gesteckt. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, eine Wendelücke zu lassen. Und die lassen wir irgendwo vorne oder hinten, nur nicht auf der Naht. Wir wollen es nicht unnötig schwer machen. Und jetzt kann ich das Ganze absteppen und zwar einmal rundherum. Ich fange hier auf dieser Seite an und höre hier wieder auf, sodass ich meine Wendeöffnung habe. Dazu nehme ich jetzt die Stichlänge 2,5
Und auf meinem Füßchen habe ich eine Markierung, sodass es ganz einfach ist, mich dran zu halten. Also meine eingeschlagene Kante muss auf dieser Markierung sitzen. Und dann nähe ich das Ganze einmal rundherum. Ich ziehe die Nadeln heraus, damit ich keine Schläufchen unten drunter habe. Du kannst die Stecknadeln aber auch drin stecken lassen. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Und wenn der Stoff anfängt zu schieben, was gut sein kann, dann kannst du es von hinten und vorne so ein bisschen stramm halten. Natürlich nicht dran ziehen, aber schon stramm halten, dann passiert das nicht. Und hier kannst du sehen, wie schön diese Nahtlinie aussieht, von innen und von außen. Ich habe so ein schönes Zartrosa benutzt als Faden. Sehr schön. So, jetzt ist unser Bündchen fertig und wir machen mit dem Rock weiter. Beim Rock werden die Seitennähte geschlossen. Ich werde meine Nähte in einem abketteln. Das heißt, ich nähe zuerst und kettel dann ab. Du kannst natürlich auch die Kanten abketteln, dann zusammennähen und die Naht auseinanderbügeln. Das geht auch, kommt auf die Schwere von deinem Stoff drauf an. Hier kannst du sehen, ich habe einen sehr leichten Hemdstoff für meine untere Lage auf dem Rock und daher benötige ich das nicht. Ich brauche das nicht. Ich kann beide Lagen nachher zusammenarbeiten. Das heißt, hier werden die Seitennähte mit einem Zentimeter geschlossen und dann gemeinsam abgekettet. Und da kann ich jetzt die nächste Naht gleich unterschieben, damit ich keinen Faden vergeude. Wer jetzt von euch den schönen Gütermann-Faden benutzt, der ja nicht ganz billig ist, ne? Der sollte das schon machen. Da spart man dann doch jede Menge von Garn, wenn man viel näht. Und hier eingeblendet ist gerade die Beatrice Bluse und meine Audrey-Hose sitzt ganz hoch und hat einen kleinen Reißverschluss. Du kannst die aber auch mit Gummizug arbeiten. Das geht auch. Und jetzt geht's hier weiter. Wir werden erstmal abketten. Dann bügeln wir eine Naht weg von mir und eine Naht zu mir hin. Und auf der anderen Seite machen wir dasselbe. Und wenn wir dann die beiden Teile ineinander ziehen, dann so bitte, dass die Nähte in unterschiedliche Richtungen zeigen, sodass wir dieselbe flache Naht haben, als hätten wir die Nähte auseinandergebügelt. Das ist mein kleiner Trick. Wer meint, er kommt durcheinander, der kann natürlich die Naht getrennt abketteln und dann auseinanderbügeln. Das geht ganz genauso gut. Auch kein Problem. So, jetzt werden wir erstmal die Säume arbeiten. Und zwar zeige ich dir einmal, wie man den Saum umbügelt und dann hochschlägt und ohne das zu stecken und zu bügeln an der Nähmaschine näht. Das ist die eine Variante. Und die andere ist, alles an der Nähmaschine zu machen und überhaupt nichts vorher zu bügeln. Das ist für diejenigen, die schon so ein bisschen nähen können, die sollten sich das angewöhnen, denn bei diesen weiten Röcken, da hat man natürlich jede Menge Saum. Und je weniger man stecken muss, desto natürlich besser. Es macht die ganze Sache schneller. Und zwar ist es hier so, dass ich jetzt meine 2 cm einschlage. 1 cm habe ich ja schon umgebügelt. Insgesamt ist der Saum 3 cm, also habe ich hier jetzt 2. Dann setze ich das wieder so an, dass meine Markierung auf der eingeschlagenen Seite liegt, ne? Die kleine rote Markierung bei mir, bei der Pfaffmaschine. Du kannst natürlich auch eine Markierung auf deiner Nähmaschine finden. Das geht auch. Und dann gucke ich, aha, sind es 2 cm. Halte diese Stelle fest und dann wird bis zu diesem Punkt genäht. Und so geht es dann weiter. Ich hole mir wieder mein Maßband, gucke, es ist 2 cm eingeschlagen. Alles schön gerade halten und dann bis zu diesem Punkt nähen. Und jetzt kannst du es sehen, hier das Maßband einfach anlegen, 2 cm. Dann halte ich das fest und nähe bis zu diesem Punkt. Und es macht natürlich dein Leben viel, viel einfacher, weil du nicht so viel stecken musst. Und wenn du so Meter über Meter an Saum hast, dann macht sich das sehr, sehr gut. Hier kannst du übrigens die Beatrice von hinten sehen. Da so kleine Knöpfchen dran und Schlitze an der Seite, ganz süß. Wenn ich das bei der unteren Lage mache, dann schlage ich 1 cm ein, 2 cm ein
Und jetzt kann es losgehen. Du hast dabei die Möglichkeit, erstmal 3 cm abzumessen, ne, bis dahin und dann 1 cm einzuschlagen. Und so hast du dann genau dasselbe, ohne dass du irgendwas bügeln musst. Schwuppdiwupp, schnell an die Nähmaschine und das Ganze wird genäht. Das ist natürlich super und auch sehr einfach. Mache ich jetzt gleich nochmal. Und bei gestreiften Stoffen merkst du sofort, wenn du es nicht richtig machst, weil dann die Streifen nicht aufeinander liegen. Also ist auch ganz einfach. Und auch eingeblendet ist die kleine Lilo-Schleife, die ist oben am Hut. Und zwar ist das von Emily Holland designt. Die arbeitet jetzt bei mir mit und macht viele Sachen von Puppenkleidern bis zu Schleifen und Haarbändern. Da freuen wir uns sehr, dass wir sie im Team haben. Jetzt haben wir hier Zickzack-Litze, die wird aufgenäht. Ist super einfach. Wer das nicht will, kann das natürlich alles bügeln und ist jetzt fertig für den nächsten Schritt. Und an der unteren Lage bringe ich das Bändchen an, also wieder rüber an die Nähmaschine. Wie mache ich das? Ich nähe direkt durch die Mitte, also ab durch die Mitte hier. Und ich lege meine Zickzacklitze genau auf die Naht, die wir jetzt schon haben, auf. Das ist natürlich total einfach. Ganz wichtig ist, dass man passenden Faden sich aussucht. Also ich habe jetzt umgefädelt auf dunkelblau natürlich. Also ein weißer Faden ginge hier nicht, liebe Leute. Und dann nähe ich einmal das Ganze rundherum auf. Und so habe ich dann immer die perfekte Distanz zum Ende des Saumes. Und wer jetzt gerne die Zickzacklitze etwas höher haben möchte, der kann natürlich den Saum abketteln und dadurch ist es dann einen halben Zentimeter oder so höher oder sogar einen Zentimeter. Und am Ende einschlagen und rüber absteppen, fertig ist die Kiste. Jetzt schnappen wir uns schnell das Bändchen und beim Bändchen muss ich ehrlich sagen, dass ich das Bändchen ein bisschen zu niedrig fand und wenn das jetzt ein abgeketteter Saum wäre, dann würde das Bändchen etwas höher sitzen und das wäre schöner, denke ich mal, ne? Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du ein Band einnähst, hier die rechte Seite von deinem Bändchen auf diese Naht zu setzen. Nur so, dass es sie gerade abdeckt, damit das Bändchen so ein bisschen höher sitzt. Das machen wir dann auch einmal rundherum. Und dann am Ende abschneiden und umfalten, sodass es sich so ein bisschen überlappt. Da brauchst du wahrscheinlich eine Stecknadel, um das Ganze zu halten, damit nichts rausguckt. Und dann geht es auf der anderen Seite weiter. Noch einmal rum. Ist natürlich ganz einfach. Es bietet sich auch an, bei sehr leichten Stoffen den Stoff so ein bisschen stramm zu halten, damit du da am Ende nicht kleine, wie sagt man, kleine Hückelchen drin hast oder beim Bügeln dann den Stoff ordentlich ziehen, damit es schön glatt sitzt. Und hier bin ich so ein bisschen abgekommen, aber im großen Ganzen sollte der Stich direkt nochmal auf der Naht sitzen, die du vorher auch schon mit dem Saum genäht hast. Also sind wir jetzt fertig mit unseren Säumen. Was ich jetzt noch mache, ist, ich gucke nach, dass das auch alles schön gleichmäßig ist. Das heißt, ich lege die Kanten vom Saum aufeinander und gucke, aha, ist es denn gleichmäßig? Und wenn nicht, dann kann ich das, was ungleichmäßig ist, abschneiden und habe dann immer dieselbe Distanz vom Ober- und Unterrock. Du musst außerdem die vordere und hintere Mitte markieren. Dazu legen wir die Seitennähte aufeinander und dann schnipsen wir mal kurz. Dasselbe machen wir natürlich auch auf dem oberen Rock. Und der war bei mir okay. Bei der unteren Lage habe ich auch ein bisschen was abschneiden müssen. Der Stoff ist so leicht, der verschiebt sich ja leicht beim Nähen oder auch beim Zuschneiden, ne? Auch hier vordere und hintere Mitte markieren. Und dann sind wir soweit. Wir können die beiden Lagen zusammennähen. Dazu stecke ich meine untere Lage in die obere Lage. Und hier nichts rechts auf rechts, sondern links auf rechts, ne? Stoffunterseite auf Stoffoberseite. Und jetzt muss ich einfach nur die Lagen zusammenstecken. Da stecke ich vordere Mitte, hintere Mitte auf hintere Mitte, Seitennähte aufeinander und dann können wir die Einreihfäden einziehen.
Dazu muss ich sagen, hast du einen schwereren Stoff oder sagen wir mal, du hast Leinen für die obere Lage und die untere Lage, würde ich dir diese Methode nicht empfehlen, sondern in dem Falle würde ich nur die obere Lage einreihen und die untere Lage einfach mit Falten dagegen stecken. Das habe ich bei meinen Blumenmädchenkleidern immer gemacht, dann liegt es viel, viel flacher. Und hier eingeblendet könnt ihr ganz schön sehen, die Audrey-Hose, die hat auch die tollen Schlitze unten dran. Und dann habe ich kleine Schlaufen angebracht als Verschluss und Reißverschluss hier. Also sie passt wie eine Eins, die Hose ist wirklich ganz, ganz süß. Und jetzt werden die Einreihfäden eingezogen. Dazu brauchst du die längste Stichlänge auf deiner Nähmaschine. Und ich würde dir außerdem empfehlen, als Oberfaden eine andere Farbe zu benutzen als den Unterfaden. Dadurch ist es dann nachher leichter zu sehen, woran ich ziehen muss und welchen Faden ich herausziehe am Ende. Nicht vergessen, lange Fäden hängen zu lassen. Habt ihr vielleicht gleich gemerkt, dass ich das hier nicht gemacht habe? Also für euch, liebe Leute, ne, lange Fäden hängen lassen. Und dann der Abstand zur Außenkante sollte ein halbes Füßchen sein bei der ersten Naht. Und dann die zweite Stichlinie liegt füßchenbreit daneben. Nochmal schwuppdiwupp rundherum. Und jetzt haben wir eingeblendet nochmal die Beatrice Bluse, aber diesmal mit einem Puffärmel. Und zwar haben wir reichlich Puffärmel in anderen Kollektionen. Und das ist jetzt von der Western Bluse, der Puffärmel mit dem tollen Aufschlag. Und unser Bonnie-Röckchen, das ist also ein richtiger Glockenrock, auch ganz, ganz super. So, jetzt bis zum Ende langen Faden hängen lassen. Jetzt wird unser Bündchen auf die rechte Seite gezogen und unser Rock auf die Stoffunterseite, ne? Und dann wird das Bündchen einfach in den Rock gesteckt. Und zwar werden die Seitennähte dabei aufeinander gesteckt. Und die vordere Mitte brauche ich natürlich auch. Die markiere ich mir mal schnell geschwind. Das hatte ich wieder vergessen bei der Vorbereitung. Und jetzt wird das hier reingesteckt. Seitennaht auf Seitennaht. Also ganz, ganz einfach. Und du kannst auch die vordere und hintere Mitte stecken. Ich habe nachher meine Nadel wieder rausgezogen, weil ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass das etwas dick war zum Ziehen, auch bei zwei leichten Stoffen und ich die Fäden nicht so richtig über diese Stecknadel rüberziehen konnte. Und in dem Falle, weißt du, vordere Mitte erstmal nicht zusammenstecken und hintere Mitte, das kannst du dann machen, wenn du eingereiht hast. Und jetzt fange ich hier an zu ziehen und an dem Punkt habe ich dann festgestellt, ups, da habe ich ja keinen langen Faden. Hallöchen, naja. Gut, dann habe ich ein bisschen gefummelt und gefriemelt und mir den Faden gesucht und erstmal rausgezogen. Und dann ist der Trick, beide Unterfäden gleichmäßig zu ziehen. Auf gar keinen Fall an den blauen Fäden in meinem Fall ziehen. Dann sind die Stiche verriegelt sozusagen und das war's dann. Du musst von vorne anfangen, Fäden rausziehen und nochmal loslegen. Ne? Hier ziehe ich den oberen Faden so ein bisschen. Jetzt habe ich sie gleichmäßig und kann die ganze Seite bis zur anderen Seitennaht einreihen. Und dann ziehe ich die anderen Unterfäden in die andere Richtung. An diesem Tag, an dem ich das eingereiht habe, war es so wahnsinnig heiß. Und da habe ich gesagt, nee, ich gehe jetzt raus und sitze im Schatten in der Brise und mache das mal schnell. Das dauert nämlich in etwa 10 Minuten. Und ich zeige euch dann, wenn alles eingereiht ist und wir haben das Eingereihte an das Bündchen gesteckt. So. Denn das dauert. Also da zieht man dran. Und auch nicht hier in Frustration zu doll dran ziehen, denn wenn dein Faden reißt, dann hast du es gehabt und kannst von vorne loslegen. Ne? Ja. So, jetzt ist es alles angesteckt. Einmal rundherum. Jetzt kann ich das annähen. Und zwar nähe ich dann genau auf der Mitte zwischen diesen Einreihfäden und gucke nochmal schnell, ob es gut aussieht. Also es ist wirklich toll. Und oben wird dann nur das Gummi eingezogen. So ein schnelles Röckchen, oder? Richtig toll. Also, wir nähen zwischen diesen zwei Einreihfäden. Das sollte genau 1 Zentimeter sein. Ganz wichtig ist, dass du darauf achtest, dass dein Bündchen schön glatt ist unten drunter. Und hier keine Fältchen entstehen. Das Bündchen schiebt sich leicht unten drunter so ein bisschen hoch und dann nähst du da so eine Falte rein. Ne? Und das ist natürlich nicht, was wir wollen.
Und jetzt nähe ich das fest. Normalerweise habe ich auch immer noch meine Rüschen so ein bisschen ajustiert mit der Stecknadel. Das war hier nicht notwendig. Die Rüschen sind ganz, ganz eng aneinander und natürlich durch die zwei Lagen kannst du da gar nicht viel machen. Das ist automatisch gut, so wie es ist. Und dann wird abgekettet. Dabei ist wirklich zu beachten, wenn du so vertikale Stecknadeln drin stecken hast, ne, einmal um den Faden darum zu wickeln, damit deine Rüschen nicht sich wieder ausziehen, aber auch um etwas zu markieren, da musst du vorsichtig sein, dass du die auch entfernt hast. Denn wenn dein Messer über die Stecknadel näht, dann hast du da die Kosten von, in England waren es 30 Pfund, in Deutschland nehme ich an 40 € oder so. Und das ist echt teuer. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die kosten in Deutschland, ne? Aber da musst du aufpassen, dass du dir das Messer nicht kaputt machst und alle Stecknadeln schön rausziehen. Jetzt ziehe ich nur den unteren Faden raus von meiner Einreihnaht und zwar ist das der weiße Faden. Und gerade wenn man die Fäden entfernt, ist es besonders gut, wenn die unterschiedliche Farben haben. Ich weiß, aha, ich ziehe an meinem weißen Faden und der blaue Faden wird sich dann von ganz alleine rausheben. Und du siehst auch, wo er ist. Den kannst du nicht übersehen, wenn du das irgendwo anders hinschickst. Oder du arbeitest vielleicht sogar für Kunden, ne? Also die finden das dann nicht so prickelnd, wenn da noch Fäden drin sind. Und wenn das in einer Kontrastfarbe gemacht ist, dann siehst du die natürlich sehr gut. Beim Rausziehen der Fäden ist zu beachten, dass du so ein bisschen einschnippst, ein bisschen weiter weg, nicht? Und dann in einer Ruckelbewegung das Ganze rausziehst. Wenn du nur in einem versuchst zu ziehen, dann reißt es leicht. Also vor zurück, ne? Und so kommt dann der Faden ganz leicht heraus. Und ich kann den dann von der Außenseite einfach abziehen. Das ist super. Wer diese Methode noch nicht kennt, jetzt kennst du sie, ne? Jetzt könnte ich das natürlich so lassen, aber bei mir ist es reichlich dick und ich will es gerne absteppen, damit meine Rüschen richtig schön anliegen hier. Und dazu wird jetzt knappkantig abgesteppt. Der Stoff muss so richtig auseinandergezogen werden. Und da bei mir die Lagen ganz schön dick sind, hat sich diese Linie so ein bisschen verschoben. Du kannst es auch sehen, die ist also nicht ganz gleichmäßig. Und wenn du dasselbe Problem hast, dann machst du es einfach so, dass du mit der rechten Hand so ein bisschen das Ganze stramm ziehst und mit der linken Hand das Ganze flach hältst, ne? Und das geht also wunderbar. Du kannst beides probieren, entweder auseinanderziehen oder von einer Seite ziehen und mit der anderen Seite flach halten. Wichtig ist, dass die Naht nachher schön gleichmäßig ist. Und auch hier benutze ich wieder meine Markierung auf meinem Fachfüßchen, die kleine rote Linie. Einmal rundherum. Eingeblendet haben wir jetzt wieder das kleine Scarlet-Röckchen hier, das wir gerade nähen und das kurze Tilly-Top. Das ist natürlich auch total schön. Ich finde, gerade für kleine Mädchen ist das ein ganz, ganz schönes Top. Und jetzt werden wir das Ganze bügeln. Dabei ist es wichtig, das Bügeleisen also nicht auf die Fischen aufzusetzen, sondern nur mit viel Dampf das Ganze zu versehen und dann mit der Hand sozusagen von Hand zu bügeln, Hand aufsetzen, ne? Und dann sieht das Ganze nicht so Hausmacher aus, denn wir wollen jetzt nicht hier so voluminös oben die Rüschen haben. Wir wollen das Volumen im Saum haben, ne? Und wenn du Sachen im Laden kaufst, da machen die genau dasselbe, wenn du mal guckst. Also die Rüschen oben, die stehen nicht, wer weiß wie raus. Zumindest nicht bei den Sachen, die ein bisschen feiner sind, also aus einer schönen Boutique oder so. Jetzt brauchen wir nur noch das Gummi einzuziehen. Da wird die Sicherheitsnadel an einem Ende angebracht und dann das Gummi durchgezogen. Musst natürlich aufpassen, dass es hinten nicht reinflutscht. Ganz wichtig beim Gummi ist immer, dass das Gummi in etwa 4 oder sogar 5 cm weniger Umfang hat als die Taillenweite von deinem Kind, ne? Sodass es nicht eng sitzt, aber auch nicht locker runterfällt, ne? Das wollen wir also auch nicht. Die beiden Enden von deinem Gummi sollten sich 2 cm überschlagen. Und dann stecke ich ein paar Stecknadeln rein, und zwar horizontal, denn wir nähen jetzt vertikal auf beiden Seiten einmal runter.
Und das war's. Gummi ist eingenäht. Das kann ich jetzt wieder reinflutschen lassen. Und dann muss ich nur noch meine Wendelücke schließen. Und du kannst sehen, hier wird nicht wahnsinnig viel eingehalten. Du könntest also auch einen längeren Rock nähen, wenn du jetzt, sagen wir mal, eine größere Größe dir aussuchst und einfach das Gummi ein bisschen mehr einziehen. Das geht alles bei diesem Rock. Ist also ganz super. Der Schnitt wird dir über viele Jahre dienen. Und jetzt habe ich hier eine Nadel reingesteckt, um das Gummi so ein bisschen hochzuhalten, damit es mir nicht in die Naht reinflutscht aus Versehen. Dann verriegeln. Und das war's. Rock ist fertig. Ich hoffe, dass dir das richtig viel Spaß machen wird. Dein eigenes Röckchen zu nähen ist, wie gesagt, umsonst. Du musst nur in meinem Laden das für umsonst einkaufen. Und dann hast du auch den Videokurs dazu. In diesem Falle ist es nur dieses Video und dann noch ein paar kleinere Videos dazu. Und es ist natürlich eine tolle Art, uns bei Frogs und Frolics so ein bisschen näher kennenzulernen. Ich möchte dir jetzt noch mal ganz kurz den Rest der Kollektion vorstellen, der dir sicherlich auch sehr gut gefallen wird. Hier haben wir jetzt als erstes mein Supermodel Magdalena. Und zwar hat die das kurze Conny Top an und den Bonnie Rock. Und als nächstes gibt es jetzt hier meine Audrey Capri Hose. Also egal welche Größe, es passt super. Und hier modelt Magdalena nochmal das Betsy-Röckchen mit oder ohne Saumband und dem tollen Tilly-Top, auch sehr schön. Nochmal unsere Lilly in Beatrice-Bluse und Bonnie-Rock. Dann haben wir hier Charlize in einem Betsy-Röckchen und der Beatrice-Bluse mit einer richtig großen Schleife obendran. Und das ist die Charlotte in der Beatrice-Bluse und dem tollen Scarlett-Röckchen, das wir hier gerade genäht haben. Dann haben wir unser Frances-Röckchen. Das finde ich auch besonders schön mit Knopfleiste vorne dran und natürlich den kurzen Tops. Und auch hier haben wir wieder eine Kombination, die fand ich echt super schön. Und sie kann gar nicht genug davon kriegen und hat für ihre Tochter Charlize gleich nochmal für den Strand Frances Röckchen und die Beatrice Bluse genäht. Und ich hoffe, dass ich dir jetzt richtig Geschmack drauf gemacht habe und du bei Frogs und Frolics vorbeischaust und anfängst zu nähen. Tschüss, bis dann!